Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crash Bandicoot. Ja, so, wie versprochen, ich bin am Start. Hab gerade eben mal ein bisschen geübt, weil ich das ja noch nie gespielt habe. Hab einfach den ersten Level nochmal gespielt. Sah suboptimal. Ja, was willst du erwarten, wenn man sowas noch nie gespielt hat? Ja, also zumindest nicht Crash Bandicoot. Ich habe damals halt Super Mario gespielt. Ja, aber das ist ja nicht das Gleiche. Ja, aber ein Jump'n'Run-Spiel. Oh, da unten ist eine Kiste. Wo? Lauf zurück. Da. Akku, Akku. Ich habe schon gedacht, ich muss wieder in die Richtung. Oh, du machst es aber ganz knapp. Ja, das gehört so. Der macht dich kaputt. Ja. Der Fischi. Was für ein Fischi? Der, wo da gerade gesprungen ist, der Rote. Na dann. Sind hier ein bisschen angespannt. Die Dinger verschwinden auch, gell? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Der da, guck, siehst du den? Ja. Der mampft dich dann. Ist ja blöd. Weg, das Fisch. Heißt ein Piranha. Die leben im Amazonas. Voll verkackt. Muss ich jetzt die Kiste nochmal einsammeln? Ja. Ah. Du musst alle Kisten nochmal einsammeln, bis du einen Checkpoint erreicht hast. Oh. Ich als Vierauge habe da ein paar Probleme. Echt jetzt? Das ist diese Geschichte mit diesem Momentum, wo ich ja letzten Part erklären wollte, aber dann nicht weiter erklärt habe. Genau, beim ersten Teil, da hat man dieses Momentum nicht gebraucht, um lange Sprünge zu machen. Ah, okay. Und weil sie ja diese Sprung- oder Bewegungstechnik da vom dritten Teil, glaube ich, übernommen haben, brauchst du halt dieses Momentum. Also sprich, du musst rennen. Oh, fuck rennen it. Oder ganz oft hintereinander springen. Ihr seht schon, ich werde in diesem Part nur das hier. Echt jetzt? Ah, das ist halt, wenn man es null kann. Bin zu alt für diesen Scheiß. Bitte was? Das hat auch ganz gut geklappt. Ja, ja. Da bin ich ja jetzt das dritte Mal, glaube ich. Weiß nicht, wie lange ich da drauf bleiben kann. Ja, man kann schon ein bisschen stehen bleiben. Jetzt kommt dieser schwule Fisch noch. Das hat funktioniert. Lass. Kann ich auf dem Clipper nicht laufen? Oh, Checkpoint! Alter! Oh, ich dachte schon. Ja, ja. Ich auch. Kann der mich da mampfen? Nee, da nicht. Die geht zu, wenn du zu lange drauf stehen bleibst. Oh, wolltest du sie wegwirbeln? Ja, ich wollte gucken, was da geht. Fischi, geh weg. Da gibt es auch von den zwei verschiedene Arten. Bonus Nummer 2. Echt jetzt? Ey, das ist so behindert. Ich krieg's ja gar nicht geregelt. Ich brauche für den ganzen Part wahrscheinlich, oder für der Part wird einfach nur das Level sein. Naja, ein bisschen reinkommt dann. Ja, dann läuft das. Dann läuft das schon wie geschmiert. Wie geschnitten Brot. Ich bin halt voll der Noobie. Komm zurück, du Sau. Menno. Sorry, Leute. Das wird schon noch. Ich hoffe. Das glaube ich schon. Da ist... Arschloch. Ich verballer unsere ganzen Leben und dann bin ich schuld. Ja, natürlich. Bitte? Ja. Versuch. Ich warte da mal, bis das schwule Blatt wieder da ist. Du hast ja keinen Zeitdrang. Doch, ich will das schnell schaffen. Wenn man schnell schaffen will, dann passieren Fehler. Genau so sieht das gut aus. Oh. Du Arschloch! Menno! Ja. Sieht ja fast so aus wie bei mir im ersten Level. Nee. Ey, da warst du ja schon durch. Einfach warten. Ganz ruhig. Töre. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Bin aber auch ungeduldig, das weißt du. Bin so wieder. Ja, bei sowas brauchst du ein bisschen Geduld. Warten. Ich wäre jetzt gehüpft. Ich hätte noch Zeit gehabt. Ja. So, sehr gut.
Naja. Die gehen von selber zu, da musst du das ein bisschen timen. So? Mhm. Oh, da brauchen wir mehrere Kristalle. Juhu, Checkpoint! Ja! Muss ich nicht den ganzen Scheiß wieder machen. Hey, du bist ja böse. Oh, da ist das erste Bonuslevel für dich. Draufhüppe? Ja. Ist bestimmt das Ultra, ja. Nee, der sollte jetzt nur... Ja, wobei doch, der kann schon ein bisschen was. So. Ja, okay. Der kann doch nichts. Ah! Jetzt wollte ich gerade sagen, wie ein Profi. Und dann echt super in das Loch gesprungen. Meine Fresse, Dirk, du kannst nix. Oh Mann! Läuft bei mir! Erstmal drüber gehen. Das läuft bei mir. Wieder übers Ziel hinausgeschossen. Ja, ja. Ja. Da wolltest du das mit einem Ruck machen. Ja, ja, ich wollte das echt sneaky-mäßig machen. Hättest du durchgezogen, wärst du rübergekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn du beim Springen die Taste X gedrückt hältst, dann, wenn du eine Kiste kaputt machst, ja, dann springst du auch höher. Aha. Dann kannst du direkt zum Ende rüberspringen. Hm, merkt man das, dass ich das noch nie gespielt habe? Ja, na, vielleicht ein bisschen. Wobei das eigentlich ganz gut klappt. Ja, ja. Muss ich sagen. Noch. Ich mach das jetzt. Easy. So. Sehr gut. Naja, hat ja auch nur ein bisschen gedauert. Ich hab jetzt 7 Minuten und noch nicht mal das erste Level geschafft. Und 5 Millionen Mal gestorben. Das Gute ist, dass du jetzt halt, wenn du stirbst, hier wieder anfängst. Ja, sehr gut. Ich will aber nicht nochmal sterben, ich will das jetzt endlich mal packen. Echt jetzt? Dein Ernst? Dein Ernst? Ihr seht schon, ich kann's voll. 10 Leben haben wir noch. Tut mir leid. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn alle Leben weg sind. Ist jedes das Mal. Weiß da, ich leider nicht. Oh ja, ist das jedes Mal ein Leben, wenn ich da ins Wasser falle? Ja, klar. Ach du Scheiße. Alex, du hast dir den falschen Partner ausgesucht für das Spiel. Ich werde dich trainieren. Dann bist du Profi. Was geht? Ja, die können wir noch gar nicht holen, weil wir den Kristall noch nicht haben. Ist jetzt Level rum? Ja. Oh, ich habe ein Level geschafft. Level ist vorbei. Nach 8 Minuten. Respekt. Wie 3 Kisten? Ja, an die wir noch nicht drankommen. Ach so, jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe nur 3 Kisten gefunden. Nee. Ja, deswegen. Allein im Bonus hast du schon mehr Kisten platt gemacht. Hab schon gedacht. Ja. Die Wumpa-Insel. Ja, läuft bei mir. Wann kommt denn der Bossfight? Jetzt gleich? Nee, das geht noch. Weiß ich jetzt schon. Das geht noch. Ja, du weißt ja, in deinem nächsten Part musst du wieder leben. Farmen wie die Sau. Ah doch, er kommt jetzt schon. Ach du Scheiße. Ja, das macht Sinn, dass ich den Boss krieg. Ja. Warum auch nicht, ne? Ja. Natürlich. Du freust dich schon wie ein Schnitzel. Ja, ja. Ach so, ja, ist ja nur so kleiner. Der ist eigentlich ganz einfach. Eigentlich. Einfach auf den Kopf springen. Ja, einfach auf den Kopf springen. Wenn er seine Ding nach hinten macht, dann nicht springen. Ja, das hätte ich mir fast gedacht. Eins, bisschen warten. Ja, feg du mal da. Ja, du kannst ihm direkt auch jetzt schon auf den Kopf springen. Geh da hin, das ist ganz gut da. Ja, genau. Nein! Ja, das läuft ja besser wie das Level davor. Na, tja, du Weichflöte. Tja, der Meister. Naja, ja gut, das ist jetzt nicht so schwierig gewesen. Ja, spring auf den Kessel rum. Erstmal nicht nachgeflogen. Papu platt gemacht. Papu, Papu. So, ja, war ja voll einfach. Natürlich. Ja. Also lief besser wie das Level davor. Ja, aber da konnte ich auch nirgendwo abstürzen. Ja, aber er hätte dich platt machen können. Das mit hat seiner, mit seinem Hammerchen. Ja. Ja, du hast mir ja den Tipp gegeben, nicht gerade zu springen, wenn der mit dem Hammer rumkloppt. Wenn er mit dem Hammer hantiert. Ja. Was? Ah, da unten, da kann man dann den Charakter wechseln.
Da kannst du seine Schwester spielen. Seine Schwester? Mhm. Hat er eine Schwester? Ja, Coco heißt die. Sieht die auch so aus wie ich? Also nicht wie ich, sondern wie er. Nee, ein bisschen anders. Ja. Nicht so crazy. Ach so. Und mit langen Haaren. Ja. Gibt's da was? Mal gucken. Eine Fresspflanze. Scheiß auf die Fresspflanze. Vielleicht kann man hier wieder alle Kisten sammeln. Du musst aufpassen, du hast kein Akku mehr. Ah, jetzt hast du gleich wieder ein Akku. Ja. Bonus! Erstes Bonus. So, dann hoffen wir mal, dass das hier funktioniert. Ich sehe nichts. Funktioniert? Naja, das. Da hochspringt. Nein! Naja. Dann machen wir es halt. So. Machen wir es halt. Nee. Da geht halt länger, ne? Mhm. Oh, das ist ja crazy. Nein! Pflanze? Oh, Leben! Ja, sehr gut. Kann ich mal gebrauchen, ne? Oh! Skill, Baby, Skill! Oh, da vorne kommt wieder diese Kackstelle. Achso, da musst du dann in der Mitte des Dings. Genau, treffen. Da musst du in der Mitte des Teils treffen. Ah, oder so. Bin halt der Oberchecker. Oh, da muss auch aufpassen. Ja. In irgendeinem Ding ist, glaube ich, so ein Bonusding versteckt. Oh! Oh, eine Schlucht. Da muss ich ja in die Mitte und dann. Irgendwo, entweder ist dann ein Leben oder so ein anderes Bonuslevel. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Oh, jetzt musst du das doch so machen. Na dann. Was ist denn, wenn ich. Was denn? Schlecht! Mich nicht so. So, jetzt muss ich da ja irgendwie dazwischen und dann rüber. Mhm. So, und jetzt versuch mal die Kisten erstmal kaputt. Ah, da ist ein Leben drin, okay. Ups. Jetzt spring drüber, sonst stirbst du. Echt? Ja. Bin ich? Ja, ja gut. Ja, also gestorben. Akku hättest du noch. Ja gut, dann hättest du doch überlebt. Ja. Ja, deine Mutter stinkt eklig nach Fisch, du Wichs, Frosch, du Verschissener. Bitte was? Die hat mich gemampft. Ja. Hab zu spät gedrückt. Fütter mich. Na dann. Haben wir den Erfolg auch geschafft. Oh, wir haben halt nur noch 6 Leben. Oh ja, es ist. Dirk, du kannst nix. Das meinte ich. Das ist mir früher immer passiert. Aua. Ich tu deine ganzen Leben, die du da. Dass der da hast. Halt. Dass der halt so oft da reinfliegt bei dir, das ist ja echt. Ja. Wenn ich schon sonst nichts kann. Wobei ein Leben gibt's da eh nicht mehr oder so, glaube ich. Versuch mal da rechts den noch in der Ecke. Okay. Ja, jetzt spring davor. Das Ding stürzt hier nicht ab. Oh, Checkpoint. Ja, sehr gut. Oh ja, ich bin voll durchgeschwitzt und das liegt nicht nur daran, dass es so warm ist. Jetzt dachte ich schon. Oh, jetzt wird's richtig tricky. Jetzt bewegen die sich noch. Ja, gut. Da musst du auch gleich dann abspringen. Hast du gesehen? Mhm. Glanzleistung. Das war. Yeah, das klappt ja wie am Schnürchen. Ja, ein bisschen Übung. Brauch wieder Leben, sonst hast du im nächsten Part nichts. Ich bin schuld. Da oben gibt's was. Da oh. Spring da drauf auf die Pfeilkiste. Ja, ich glaube, da kommst du nämlich anders nicht dran. Habe ich jetzt eine Kiste verpasst oder? Nee, ich glaube bis jetzt nicht. Oh, der geht runter. Oder? Arschloch! Ja, nee, wir können gar nicht alle haben da, oder? Nee, das ist das Bonus-Stage-Ding. Okay. Oh, noch 4 Leben. Oh Gott! Da war ich zu schnell. Fast ein Leben. Ja. Achso, bei 100 dann. Mhm. Ich drück aber auch dann voll schiebig, weißt du? Oh, du bist ja aber hier risky drauf heute. Ja, das liegt nur daran. Oh, ich hab ein Leben gewonnen. No risk, no fun, das ist dein Motto, was? Nicht wirklich. Na, kommst du da jetzt noch dran? Ach so. Oh, fuck. Hab's verkackt. Ja, wir können ja eh nicht alle haben, wegen dem Kristall. Kann ich keinen Move nach oben machen? Ja, die ist ja egal. Hä, hab ich nichts? Ah, ja, hast du. Habe ich ihn platt gemacht? Ja, aber ist ja egal, weil wir können ja eh nicht alle haben.
Bonus. Weil da ja... Nee, warte, die Waffe. Ich bin gerade auch voll behindert. Ich sag noch, das ist das Bonus-Level und dann sage ich wieder, da können wir doch nicht alle Kisten haben. Ich glaube, wir können noch alle sammeln. Oh, da musst du. Was muss ich? Da oben. Oder kannst du die wegwirbeln? Oh, ein Leben. Ja, und wie komme ich da jetzt rüber? Rüberspringen und wirbeln. Ja, aber dann bleibe ich da oben hängen, oder? Nee, ich glaube nicht. Egal. So meinte ich das. So sollte ich dachte das eigentlich, du kommst da durch, wenn du da durch so gehst. Sollte das eigentlich nicht aussehen. Aber jetzt darfst du es ja nochmal versuchen. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig. Wann bin ich denn da mal da? Das weiß ich nicht. Du kannst auch nochmal zurückspringen, das dann holen. Ja. Brauchen wir ja. Mhm. Brum, 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 brum. Brum, brum, brum. Gib die Schnalle her. Eigentlich hättest du sie ja eigentlich berühren können, bevor der Cortex die wegrippt. Was hätte ich dann? Naja, nix. Ich meinte ja nur so theoretisch, aber er rippt sie dann ich trotzdem. Ich bin ja immer noch nicht fertig. Wahrscheinlich. Ja, wir können doch nicht alle Kisten sammeln. Vorne brauchen wir jetzt schon einen blauen Edelstein. Edelstein! Was ist das? Ah! Das wär ein anderes Bonus-Level, die wären aber schwieriger. Aber weil wir eh nicht alle Kisten sammeln können, ist es nicht so relevant. Oh Mann! Ist das abgewichst? Was? Ich habe schon eine gute Idee, wie die Folge heißt. Abgewichst? Nein. Ey, echt jetzt? Von 17 auf 0 innerhalb von einem Pass. Das tut mir echt leid. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, was passiert, wenn man keine Leben mehr hat. Das war knapp. Ja. Der hat einen Totenkopf auf dem Rücken gehabt, das habe ich erst gar nicht gesehen. Der freut sich halt wie Bolle, dass er mich platt gemacht hat. Nicht rushen, ruhig, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Letztes Leben. Werden wir gleich sehen, was passiert, wenn man kein Leben mehr hat. Oh. Ja. Oh, wir haben noch ein Leben. Oh. Akku. Ja, so. Jetzt kannst du wenigstens nicht mehr bei den Dingern, bei den Stinktierchen sterben. Ja, das immerhin. Das sah teilweise mal richtig gut aus. Und dann... Oh, echt jetzt? Oh. Echt jetzt? Was passiert jetzt? Ja. Okay. Ja. Ja, tut mir leid, dann machen wir hier Feierabend. Darf der Alex dann sich drum kümmern. Ja. Unerfolgreich abgeschlossen. Leider. Also gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss.